Obwohl natürlich zur Kenntnis genommen, habe ich noch nie einen Beitrag von Kontrafunk hier eingebracht in die kleine Audiodatei. Das wird sich nun in zwei Beispielen ändern. Zunächst eine Sonntagsrunde vom 6. Oktober 2024 mit dem Kontrafunk-Chef Burkhard Müller-Ulrich und seinen Mitstreitern, dem Philosophen David Berger, Thomas Fassbender, dem Journalisten Jetzt Berliner Zeitung und Dirk Pohlmann. Kontrafunk gibt es seit 2022, mit am Entstehen beteiligt Peter Hane vom ZDF. Burkhard Müller-Ulrich war zunächst beim Bayerischen Rundfunk, arbeitete für die Süddeutsche Zeitung Frankfurter Rundschau, beim Schweizer Radio Die Welt, der Standard. Er lebt in der Schweiz. Auch für Fokus Weltwoche schrieb er. Ab 1997 war er Redaktionsleiter der Redaktion Kultur, heute im Deutschlandfunk. Bis 2022 regelmäßig freier Mitarbeiter im Südwestrundfunk. SWR 2 Forum. Im Februar 2021, so verheißt es Wikipedia, gab er der Wochenzeitung Junge Freiheit ein Interview, in dem er sich über Dummheit und Charakterlosigkeit vieler Kollegen und die zunehmende Gleichgeschaltetheit der Rundfunkräte beschwerte und vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien als Panikschleudern in Sachen Corona bezeichnete. Das eröffnete wohl berufliche Perspektiven. Diese lebt er, wie gesagt, mit dem Kontrafunk aus. Interessant finde ich, als selbst aus dem linken Sumpf dampfend in den 90er Jahren löste er mit Artikeln, zum Beispiel über Mumia Abu Jamal, den kennt man von der Tageszeitung Junge Welt, heftige Kontroversen aus. Hören wir den Mann nun. Guten Tag, liebe Hörer, an diesem ersten Sonntag im letzten Quartal des Jahres 2024. Und nun das Dossier. Aus scheinbar gegebenen Anlass referiert er technische Unregelmäßigkeiten. Ich möchte das rasch erklären. Warum setze ich so sehr auf Live-Sendungen, auch wenn die oft holprig sind und nicht so geschliffen rüberkommen wie das meiste andere im Kontrafunk? Stellen Sie sich vor, Donald Trump wird in der Nacht angeschossen, also bei uns während der Nacht. Die deutsche Polizei tritt einer Monatszeitschrift im Morgengrauen die Türe ein. Oder irgendwo auf einem Marktplatz findet ein weiterer Terroranschlag statt, der von den Behörden und von den Verschweigemedien als Einzelfall abgetan wird. Und der Kontrafunk sendet bis zu 36 Stunden lang ein vorproduziertes Programm voller schöner Gespräche und lustiger Shows. Das geht einfach nicht. Radio ist ein schnelles Medium, wir leben in einer Zeit von hoher Ereignisdichte und der Kontrafunk trägt eine gewisse Verantwortung. Also wir können nicht reagieren oder auch nur wahnsinnig spät reagieren. Deswegen habe ich den 20 Uhr Termin zum täglichen Rendezvous mit der Aktualität gemacht. Was immer passiert, abends um 8 Kontrafunk hören, das ist jetzt die Devise. Und bitte glauben Sie mir, ich leide wie ein Hund, dass wir momentan solche Schwierigkeiten mit der Technik haben. Ich musste unser schönes 20-Uhr-Projekt für die nächsten Tage aussetzen, bis wir die Live-Sendungen in den Griff bekommen. Und dazu brauchen wir spezielle Geräte und die kosten Geld. Wo könnte ich das Arschloch sein und sagen, wenn Sie abends um 20 Uhr perfekte Radioprogramme hören wollen? Ha, schalten Sie ein bei Radio Marabu oder auch DDR1, beide unterschiedlich gemacht, unterschiedliche Musikfärbungen, aber technisch sollten Sie immer sauber ankommen. Mache ich natürlich nicht, denn wir haben den aktuellen Anspruch nicht, sind musikalische Unterhaltungsformate. Als jemand, der aber Live-Radio-Erfahrung hat, weiß ich aus erster Hand zu berichten, gutes Live-Radio machst du nicht allein. Da brauchst du eigentlich mindestens 3 Mann. Den Moderator, aber auch einen Redakteur, der nach dem Rechten sieht, Wetterverkehr, News, im Fall eines Terroranschlags die Feuerwehr ruft, im Fall des Zusammenbruchs der Kollegen den Defibrillator zum Einsatz bringt. Du brauchst aber auch einen Techniker, der dich und die Sendung versteht, der in der Lage ist, zum Beispiel, wenn man Hörer ins Programm nimmt, die ordentlich präzise zu schneiden, damit die Hörer selbst nicht aussehen wie die Deppen. Und ich hatte eine Partysendung Sonnabendabend mit zu verantworten. Keine Exzesse über den Äther gehen, mit Leuten, die voll sind wie die Haubitzen. Hey, grüß doch mal die Nachbarn. Hey, spiel doch mal Easy Deasy. Na gut, es ging ja noch. Störkraft! Nein, also was der Burkhard Müller-Ulrich da macht, ist schon Wahnsinn. Mit einem kleinen Team macht er mit einem Wortprogramm den öffentlich-rechtlichen Schlachtschiffen Konkurrenz. Das verdient Respekt. Und so hören wir von der Sonntagsrunde 6. Oktober 2024 den Teil, der sich mit der Ukraine beschäftigt. Da kommt Russland-Experte Thomas Fassbender jetzt bei der Berliner Zeitung zu Wort. Ich will es mal so kommentieren. Das, was man früher Obrigkeit nannte und eigentlich meines Erachtens heute immer noch legitim Obrigkeit nennen kann, ja, wird doch zunehmend
nervös angesichts der Tatsache, dass einfach größere und größere Teile des sogenannten Volks, der sogenannten Bevölkerung oder der Menschen, die hier leben, ja, da können wir inzwischen alle einschließen, die Gefolgschaft verweigern. Die Gefolgschaft den richtigen Meinungen gegenüber, den richtigen Anschauungen, den richtigen Wertungen, den richtigen Narrativen. So erlebe ich das aus der Berliner Perspektive, dieses Missverhältnis von Erwartungshaltung auf der einen Seite, auf der obrigkeitlichen Seite und der immer niedriger werdenden Bereitschaft, von unten dieser Erwartungshaltung nachzukommen, führt zu einem Ansteigen der Spannung mit allem, was dazugehört. Thomas Fassbender war lange Zeit bei Sputnik, später in Deutschland SNA, das ist die zweite Marke der russischen Auslandsmedien. Vor nunmehr fast 3 Jahren, kurz nach Beginn der militärischen Sonderoperation, offerierte er einen seiner wortscharfen Kommentare. Vor 3 Jahrzehnten bin ich nach Russland gezogen. Seit über 3 Jahren kommentiere ich an dieser Stelle die Gegenwart. Ich habe Bücher über Russland geschrieben und ich liebe das Land. Vor allem aber, kein Russe ist mir 1 Zentimeter näher als ein Ukrainer und umgekehrt. Das ist der Grund, weshalb der russische Krieg in der Ukraine zum Schrecklichsten gehört, was ich in diesen 30 Jahren erlebt habe. Ich kann ihn nicht verstehen, nicht verteidigen, nicht erklären. Ich bete nur, dass er aufhört. Dieser Krieg ist durch nichts entschuldbar. Auch nicht durch die Kriege der anderen. Wenn ich trotzdem hier sitze und zu Ihnen spreche und das auch weiterhin tun werde, ist es Russlands wegen. Auch wegen der legitimen Interessen, die Russland sehr wohl hat, trotz des illegitimen Krieges, den es derzeit führt. So wie auch die USA sehr wohl legitime Interessen haben, trotz ihrer illegitimen Kriege. Irak, Afghanistan, Serbien 1999, Libyen 2011. Und noch ein Ansporn hier zu sitzen. Die EU hat RT blockiert. In Brüssel und Berlin will man nicht, dass sie mir zusehen. Es reicht nicht, dass sie mir zuhören. RT ist in Europa so blockiert wie die BBC in China. Welcome in the brave new world. Kurz danach verließ er die russischen Medien. Ich respektiere das. Ungeachtet aller Kriegsempörung und Russophobie, noch hält eine rote Linie der Vernunft. Vielleicht die allerletzte. Die NATO darf keinen Krieg mit Russland riskieren. Es wäre ein Weltkrieg. Und wir sind genauso nah dran wie 1962 während der Kuba-Krise. Wenn nicht schon näher. Er zitiert den Experten George Friedman. In seinem Buch Die nächsten 100 Jahre, 2009, sagt der amerikanische Geostratege George Friedman voraus, die Abkehr Großbritanniens vom Kontinent, den Bedeutungsverlust Frankreichs und Deutschlands, ein Comeback der ostmitteleuropäischen Nationen um Polen, einen Zusammenbruch Russlands in den 20er Jahren und die Verlagerung der politischen Gewichte in Europa Richtung Osten. Möge es nicht den Schatten auf des einen oder anderen Tag werfen. Nun aus der Sonntagsrunde vom 6. Oktober 2024. Thomas Fassbender und Dirk Pohlmann. Ich habe bei vielen Sachen den Eindruck, dass man versucht, mit den historischen Beispielen irgendwie zu operieren. Kursk war ja die Entscheidungsschlacht des Zweiten Weltkriegs, nicht Stalingrad, wie die deutsche Bevölkerung das empfunden hat. Nach Stalingrad war in Deutschland klar, dass der Krieg verloren ist. In Wirklichkeit ist Kursk die militärisch bedeutsame Sache gewesen. Und ich glaube, daran wollte man irgendwie anknüpfen. Diese Planung ist ja eine britische Planung gewesen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Wir wissen genug darüber mittlerweile. Und es wurde dann in einer ganz merkwürdigen Konferenz, die es so noch nie gegeben hat, wo der MI6-Chef und der CIA-Chef gemeinsam antraten und so eine Art PR-Konferenz gegeben haben, als gute Methode, um das Narrativ zu ändern. Und darum geht es in großen Teilen mittlerweile nur noch. Die militärische Lage ist eigentlich klar. Also das heißt, der Krieg in der Ukraine ist verloren. Es ist eine Blut- und Knochenmühle. Das ist das, was ich nicht verstehe. Also wie man zuschauen kann, wie dort wieder besseres Wissen, eine 1,5 Generationen mittlerweile geopfert sind. Ich weiß gar nicht, was aus diesem Land Ukraine werden soll. Wenn sich die Zahlen der Bevölkerung angucken, 89 waren es 55 Millionen, mittlerweile sind wir irgendwo so bei der Hälfte angelangt, die dort noch lebt. Viele haben das Land verlassen. Es ist eine furchtbare Situation. Man redet von der Ukraine. Ich kann nur wünschen, dass dieser Krieg dort endlich aufhört, damit dieses Land überhaupt noch eine Chance hat, weiter zu existieren. Die Lage ist katastrophal und wie in vielen anderen Ecken der Welt frage ich mich, warum es eigentlich mittlerweile
keine funktionierende Diplomatie mehr gibt, sondern die Politik ist zu so einer Art PR-Veranstaltung geworden, wo man versucht, cleverle-mäßig seine geopolitischen Interessen durchzusetzen. Und die Rationalität, die wir aus der Situation des Kalten Krieges mit der gegenseitigen Vernichtungsdrohung kannten, inklusive der großen Erleichterung, dass man, wie es der amerikanische Chef des Bomberkommandos General Lee Butler sagte, wir haben den Kalten Krieg überlebt ohne nuklearen Holocaust durch eine Mischung aus Können, Glück und göttlicher Intervention und das Letzte in höchstem Maße. Diese Weisheit, die in diesem Satz steckte, des Mannes, der die Nuklearwaffen militärisch befehligte, die ist vollkommen abhanden gekommen und es fehlt einfach auch eine realistische Sicht auf diese Situation dort. Dieser Krieg ist nicht zu gewinnen. So, ich fasse zusammen, die Ukraine hat verloren, der Fleischwolf geht weiter, weil, und jetzt übergebe ich an Thomas Fassbender, weil die Biden-Regierung es so will? Naja, ich will mal vorher ansetzen. Also man kann die Auffassung vertreten, die Ukraine hat verloren. Es gibt derweil im Westen, in der Ukraine, auch in Deutschland, auch in England und Amerika, trotzdem dennoch sehr viele Stimmen, die Ukraine und den ukrainischen Krieg dennoch nicht für verloren geben. Es wird durchaus die These vertreten, dass in 1, 2 oder möglicherweise 3 Jahren mehr Krieg Russland endgültig ermüdet werden kann. Es gibt auf politischer Ebene sehr stark das Argument, dass Putin noch nicht in einer so schwachen Position ist, dass er zur Verhandlung gezwungen werden kann. Und das ist auch objektiv so, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann. Das wird allgemein anerkannt. Ich glaube, es gibt 2 unterschiedliche Ziele. Die einen, die für Frieden optieren, sagen, wir müssen endlich Verhandlungen beginnen, um aus dieser Blut- und Knochenmühle rauszukommen. Die anderen, die geostrategisch höhere Ziele verfolgen, ich muss mal ganz brutal sagen, sagen, die Möglichkeit Russlands gegen die Wand zu fahren und so zu ermüden, dass möglicherweise sogar ein Regime-Change dabei herauskommt, ist noch nicht vertan. Und im Moment sieht es ja definitiv so aus, als ob auf den oberen Etagen unserer politischen Entscheider dieses zweite Argument, es lohnt sich, diesen Krieg weiterzuführen, überwiegt. Ich würde gern wissen, für wen es sich lohnt. Auch zum Beispiel für die amerikanische Geostrategie, für die westliche Geostrategie. Wenn Sie darauf abstellen, dass Russland als Störenfried in der internationalen Landschaft wahrgenommen wird und dass es darum geht, die russische Außenseiterposition zu eliminieren und damit Russland nachhaltig zu schwächen, dass es die nächsten 10, 20 Jahre unsere westlichen Vorstellungen von internationaler Ordnung nicht mehr stören kann, bietet sich dieser Krieg als Mittel an. Sie hatten gerade gesagt, es sei ja jetzt allgemein anerkannt, dass die Ukraine den Krieg eigentlich nicht gewinnen kann. Das war nicht immer so, nicht? Also inzwischen muss man sagen, ist es allgemein anerkannt. Man hört immer mehr solche Stimmen. Die Sanktionen gegen Russland, von denen man ja auch am Anfang behauptet hat, das würde Russland unglaublich in die Knie zwingen. Also die wirken einfach nicht. Weil wir Russland von vornherein falsch verstanden haben, so wie Napoleon schon Russland falsch verstanden hat. Der ist mit 600.000 Mann einmarschiert und hat gedacht, die Russen stellen sich zur Schlacht. Die haben bis Baradino gewartet, da war die Armee nur noch die Hälfte. Unser großes Problem im Westen ist natürlich, dass wir mit Russland einen, ich will mal sagen, Mitspieler am geopolitischen Tisch haben, der nicht in jeder Hinsicht nach unseren Regeln spielt und das nie tun wird. Ja, und es ist nicht nur das Militärische, sondern auch wirtschaftlich. Ich meine, jede Menge russischer Düngemittel werden weiterhin in die Europäische Union importiert. Gas kommt nach Österreich und alles Mögliche kommt über alle möglichen Umwege. Das heißt, die russische Wirtschaft ist jetzt auch nicht so bedrängt, wie es uns verheißen wurde. Nein, Russland kann sich einen langen Krieg leisten und Russland kann auch immer auf eine Bevölkerung, egal wie wir es hier darstellen, dass es natürlich Opposition gibt, dass es liberale Elemente gibt, dass es Widerstand gibt, aber Russland kann immer auf die Mehrheit seiner Bevölkerung vertrauen, wenn es darum geht, einen harten Widerstand gegen äußere Mächte durchzusetzen. Wobei man natürlich sofort sagen muss, also Opposition in der Ukraine, in diesem Leuchtturm westlicher Werte, den wir da verteidigen, gibt es nicht. Also das ist ja mittlerweile eine Junta, was dieser Selenskyj da führt. Die Religion wird unterdrückt. Jeder, der das Maul aufmacht, landet schnell im Gefängnis. Oder Schlimmeres. Ja. Eine ganze Reihe Leute sind ja mittlerweile Opfer von Anschlägen geworden. Was mir wichtig ist, dass wir, wenn wir das so verhandeln, wie wir es gerade gesagt haben, dann muss man sagen, es ist ein Krieg des Westens.
meistens gegen Russland und die Ukraine ist nur der Proxy. Das ist eine Analyse, die von Russland aus sehr früh kam und die bei uns abgestritten wurde. Man sagte, man unterstützt den Freiheitskampf der Ukrainer, die angegriffen worden sind, der sogenannte unprovozierte Angriff. Man hat nicht bedacht, also sie war gerade ein gutes Beispiel mit Napoleon, für Russland war der Raum immer ein taktisches Mittel. Die können ja sozusagen Leute sich sehr gut totlaufen lassen in dieser Größe des Landes, die sie haben, was übrigens auch bei der Kursk-Offensive jetzt ein Faktor war. Aber wir haben einen Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland. Das sollte man durchaus festhalten, weil dann klar wird, welche Interessen hier im Spiel sind. Und es gibt noch ein weiteres Element, was konstant aus amerikanischer Sicht, ich lese ja viel Foreign Affairs und die außenpolitischen Zeitschriften und gucke mir das da an, es ist eine konstante Planung, Russland in einzelne Staaten zu zerschlagen, die dort immer wieder thematisiert wird. Also die sogenannte Dekolonialisierung Russlands, aus Russland 5 bis 30 irgendwas dazwischen neue Staaten zu machen, die man dann dominieren kann. Dass Russland sich das nicht gefallen lässt, sollte auch niemand wundern. Zu Wort kommt auch David Berger. Man ist aufs Übelste beschimpft worden. Ich denke daran, dass der Mann von Birgit Kelle, der Klaus Kelle, mich als Putin-Stricher damals beschimpft hat auf Twitter, weil ich das gesagt habe, obwohl wir uns schon länger kennen und er an und für sich weiß, dass ich kein Fan Putins bin. Das kenne ich auch. Ich wurde als Putin-Fanboy verhetzt, auch denunziert unter Medienkollegen. Der Täter ist mittlerweile verstorben, kurz vor Vollendung des 80. Lebensjahres. Was mich motiviert zu sagen, ihr Vorgeborenen, ihr habt länger im Frieden gelebt. Nehmt sie ernst, die Sorgen eurer Kinder, die vielleicht noch 30 bis 40 Jahre die Folgen der jetzigen Politik auszubaden haben. Das Dossier. Zur Verhandlungsbereitschaft Thomas Fassbender und Dirk Pohlmann. Also meines Wissens ist die russische Elite im Moment in einer Position, wo sie definitiv sagt, worum sollen wir verhandeln? Ich verfolge die Situation, ich spreche auch Russisch, verfolge die Diskussion in den russischen Medien, auch unter den russischen Militärbloggern. Und da gibt es doch sehr stark auch die These, die vertreten wird, wenn wir jetzt in irgendeiner Form zu einem Waffenstillstand finden, was passiert denn dann? Minsk I 2014 diente dazu, die Ukraine einigermaßen kampffähig zu machen. 2015 Minsk II hatte den gleichen Zweck. Was uns erwartet, jetzt aus russischer Argumentation, was uns erwartet, ist ein Minsk III, vor dessen Hintergrund die Ukrainer wieder weiter aufgerüstet werden. Und spiegelbildlich haben wir im Westen das gleiche Narrativ, dass es heißt, ja, die Russen werden nur weiter aufrüsten, wenn wir jetzt Waffenstillstand haben. Also wir haben spiegelbildliche Narrative und eigentlich auf keiner Seite, und das sehen wir auch hier im Westen, in der breiten Ablehnung der zum Beispiel Frau Wagenknecht begegnet, wenn sie Verhandlungen fordert. Wir haben auf beiden Seiten eine breite Ablehnung von Verhandlungen, weil sie aus der jeweiligen Sicht heraus nichts bringen. Und vor diesem Hintergrund muss man auch die Antwort von Dmitri Peskow, von dem Pressesprecher, auf Scholz' Angebot eines Telefonats mit Putin werten. Ich glaube, man muss noch dazu sagen, das ist richtig alles. Also aus meiner Sicht richtig. So, ich bin ja nicht der liebe Gott, der das entscheidet, ja. Also aus meiner Sicht stimme ich da vollkommen zu. Ich spreche kein Russisch, ja. Ich mache das mit Google Translate, wenn ich das mir angucke. Aber dann ist es so, dass Deutschland nicht mehr ernst genommen wird als Gesprächspartner. Es ist dieser Faktor, den Sie benannt haben, eben aber noch zusätzlich. Warum soll man überhaupt mit den Deutschen reden? Die haben ja überhaupt keine Entscheidungsgewalt. Die wollen das auch gar nicht haben. Sie haben keine Form von außenpolitischer Souveränität. Also was soll das? Reden wir doch lieber gleich mit den Amerikanern, wenn überhaupt. Ja, also wenn Sie einem Russen oder Chinesen oder auch einem Afrikaner kommen mit Aggressor, Aggression. Ist es möglich, dass Sie ernten? Und den Eindruck erwecken, sie gehören einer entpolitisierten Endzeitsekte an. Blaubeeren werden da nicht mehr helfen. Umso schlimmer, all das wusste Thomas Fassbender schon vor 3 Jahren. Und wer sich nicht gezielt nicht informierte, konnte dies auch wissen. Wir schalten zurück. Was aber bleibet, stiften die Dichter. So endet Friedrich Hölderlins berühmtestes Gedicht. Oder ist es vielleicht doch der Krieg, der Vater aller Dinge und ihr König? Wenn wir Heraklit glauben. Der Krieg ist zurückgekehrt nach Europa. Und das Schweigen der Pazifisten spricht Bände. Die Flinken und Gewandten, die Schlauen, die immer auf der Sahne schwimmen, die haben sich bereits gewendet. Ein Gregor Gysi verpasst nie den Anbruch einer neuen Zeit. Gewalt ablehnend schwelgen wir in Wortgewalt mit Thomas Fassbender. Und ja, der Gysi, ja. Heute lautet das Ziel die universale Weltordnung. Die Weltordnung der Guten und Gerechten, das liberale Erbe aus Jahrhunderten europäischer Herrschaft. Sie ist bedroht, diese Ordnung, bedroht vom Autoritarismus, von China, von der islamischen Welt, von Russland. Für die Verbündeten des Guten,
wird der Kampf für das Gerechte, wird der gerechte Krieg zum totalen Krieg. Und noch einmal weist Hölderlin die Richtung. Hyperion zu Bellarmin. Der Knechtsdienst tötet, aber gerechter Krieg macht jede Seele lebendig. Das gibt dem Golde die Farbe der Sonne, dass man ins Feuer es wirft. Das Gold ins Feuer werfen. Genauso brennen die eingefleischten Universalisten. Die kennen keinen Kompromiss. Dass es auch nach dem Ukraine-Krieg ein Russland geben wird. Dass auch nach einem Machtwechsel in Moskau keine lupenreinen Demokraten regieren. Ja, dass schon hinter der Grenze zu Polen die Demokratie eine andere ist. Das wird unter den Teppich gekehrt. Alle Nuancen, alle Grautöne, alle Übergänge. Die Universalisten kennen nur Gold, Feuer und Sonnenlicht. Mit Defätismus wollen wir schließen. Die Fahne hoch und alle scharen sich um den Fahnenmast. Da bin ich lieber Defätist und Spalter. Was hätte man mir damals vorgeworfen? Wehrkraftzersetzung. In Sachen Russland existierte eine Tradition. Wer im Nachkriegswesten aufgewachsen ist, erinnert sich an die Schmähungen gegen das Nationalkomitee Freies Deutschland oder den Bund Deutscher Offiziere. Stalingrad-Gefangene, die den Nazis abgeschworen hatten. Verräter war doch das Mildeste. Heute sagt man Russlandversteher. Aber dieses Russland bleibt. Es ist auch morgen noch da. Mit seiner Regierung, wie immer sie aussehen wird, und mit seinen Interessen. Das in der Ukraine wird auch nicht der letzte Krieg in Europa sein. Besser also, wir kommen runter vom Baum des Hochmuts und der Naivität und hoffen und beten, dass alles irgendwie gut ausgeht. Wenigstens für heute gut ausgegangen. Das Dossier. Die kleine Audiodatei, Mittwoch, 16. Oktober 2024. Ich möchte die Zeit heute eigentlich nur noch für zwei große Themen nutzen. Zum einen liegt mir eine Pressemitteilung des Bundesministeriums der Verteidigung vor. Boris Pistorius weiht ein neues maritimes taktisches Hauptquartier für die NATO ein. In Rostock. Mir ist sehr unwohl zumute. Ich teile das Unwohlsein des Harald Kujat, habe dazu Presseberichte gesehen vom Norddeutschen Rundfunk, aber auch vom vermeintlich kritischen Nordkorea. Diese kommen ohne Journalismus, weil ohne Verweis auf das 2+4-Abkommen aus. Ein völkerrechtlich bindendes Abkommen, ein NATO-Quartier auf dem Gebiet der DDR, verstößt eindeutig gegen Artikel 5 Absatz 3. Das 2+4-Abkommen wird von einigen Völkerrechtlern als Friedensabkommen des Zweiten Weltkriegs betrachtet. Ich würde so weit gar nicht gehen. In jedem Fall befasst es sich mit dem Agieren der Siegermächte, aber auch der beiden Deutschländer, die zum Zeitpunkt der Vertragszeichnung noch bestanden, 2+4 eben. Mögliche Folgen liegen nun in den Händen verschiedener Vertragspartner. Neben des Wiederingangsetzen des Zweiten Weltkrieges durch die klassische Siegstaatenklausel der UN-Charta kann somit auch die deutsche Einheit als Gesamtheit in Frage gestellt werden. Heute und morgen wird das nicht passieren. Die russische Seite und ihre Verbündeten sehen sich als Zivilisationen, agieren gemeinsam. Gerade am Montag traf der russische Verteidigungsminister Belousov in China ein. Erklärt wurde, Moskau und Peking haben eine gemeinsame Sicht auf die Weltgeschehnisse. Wenn reagiert wird, dann gemeinsam in sich schlüssig. Ich würde aus den Vorgängen schon einen Handlungszwang für Moskau ableiten. Der muss nicht zwingend militärisch sein und bräuchte uns einfach nur nicht mehr mit dem zu beliefern, was wir offiziell nicht mehr haben wollen. Ein NATO-Quartier hätte ohne weiteres 50 Kilometer westlich in Lübeck errichtet werden können. Eine unmissverständliche Provokation, die mir zweifelsfrei sagt, dass man eine militärische Eskalation wünscht. Russland natürlich wissen, dass in jeder Bundeswehrkaserne auch NATO-Leute ein- und ausgehen, wird das jetzt nicht tun, bringt es ja auch auf die Wiederherstellung des Völkerrechts, welches tagtäglich im Nahen Osten gebrochen wird, hier auch ganz offensiv. Der Beschuss von UNO-Einheiten war mehr als einmal in den Medien. Doch hier kommentiere ich, dieser Krieg im Nahen Osten ist nicht nur für dort, der ist auch für uns. Er zeigt, der Westen hat zu diesen klassischen Normen, die als Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg entstanden, keinen Bezug mehr. Vom Hause her kommt er Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht, ja, da. Für meinen zweiten Sermon lege ich eine Musik von Tina Rogers unter The Message. Diese hat mir eine Message geschickt. Ein 3-Minuten-Video eines Reisebloggers, welches viral geht. Freiformation heißt der junge Mann, der die Ukraine bereiste und vor über 200.000 Menschen erklärt, die Entwicklung im Land kritisch zu sehen. Ich fasse kurz zusammen. Er nahm überall blendenden Nationalismus wahr. Hier erklärt er selbst, die Pro-Russischen werden entweder geflohen sein oder sich zu Hause verstecken. Er gab an, noch nie so viel Rechtsextremismus gesehen haben.
Er zeigt uns zahlreiche schwarz-rote Fahnen, die der Bandera-Truppe UUN, Hakenkreuze, fotografiert Soldaten mit SS-Abzeichen in den Hals tätowiert und spricht mit einem jungen 20-jährigen Mädchen vor einem Bandera-Denkmal. Fragt sie, ob man da nicht in Deutschland auch Hitler-Denkmäler aufstellen müsste. Sie bejaht das. Ihr wirkte ja für die Deutschen. Schauen Sie sich das selbst an. Freiformation. In der Audiodatei können Sie das alles seit 2 Jahren hören. Jetzt Hunderttausende Tote später von einem jungen Mann, der junge Menschen erreichen wird. Er kommt zu einem interessanten Schluss. Er hält es für verrückt, dass man die AfD als rechtsextrem bezeichnet und dort derartiges unterstützt. Mein Reden von Anfang an. Also schauen Sie Freiformation und hören Sie die Singerei von Tina Rogers. Wie kann es? Ine Decker am Gebläse, Ilmenauer, Elgersburg geboren. Schön. Nationalratswahl, Österreich, Gespräche, SPÖ, ÖVP. Hauptsache, Wahlsieger bleibt draußen. Joe Biden spottet über einen Donald Trump-Auftritt, will aber auch Atomwaffengespräche mit Russland und China wiederbeleben. Der Hisbollah-Chef Naim Qassem hat Israel in einer Rede am Dienstag einen Waffenstillstand angeboten. Die Weltbank schätzt Gaza-Kriegsschäden auf bis zu 20 Milliarden Dollar. Israel meldet 50 aus dem Libanon abgefeuerte Geschosse. Wetter! Weiter schön im Osten, schöner. Kommende Woche wechselhafter. Machen Alternative Music.